Jo Leute, was geht ab? King Kallis mit deinem neuen Video am Start. Heute mal wieder alleine unterwegs. Und zwar diesmal nicht mit einem Omme-Video oder einem Roblox-Video, sondern einer erneuten Reaction. Und zwar reagieren wir auf die neueste Folge Straßentinder, Tinder auf meine Art, wie das auch heißen mag. Hat sich gereimt. Nice. Ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu erklären. Der eine oder andere weiß vielleicht, was das ist. Jetzt sagen wir, gucken uns das jetzt an. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Deswegen, wir versuchen Ach, ihr wisst, was ich meine, egal. Wir starten rein. Wenigstens ist mein Ex-Freund, mein anderer, nicht mir Sachen auf jeden Fall geben und war Was geht ab, meine Damen und Herren? Ich küsse euch. Was geht ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns ganz spontan heute entschieden, rauszugehen. Hier in Aschaffenburg ist Volksfest. Ich wurde von ein paar Leuten angeschrieben. Macht okay, euch diesmal nicht in so Hamburg. Hoffnung. Ich denke nicht, dass es so ein Tinder wird wie in Frankfurt. Ich habe auch keinen Bock, Frankfurt jetzt auf diesen Kirmes rumzulaufen. Hamburg, sorry. Um von genau so vielen Menschen überwältigt zu werden. Und ich versuche so ein bisschen freestylen. Ich bin außer ich kann kein Deutsch mehr. Viel Spaß mit dem Video. Boah Leute, das ist jetzt gerade so cringe. Wir drehen gerade unter einem. So. Leute. Ein bekanntes Gesicht. Der ein oder andere kennt sie vielleicht aus der ein oder anderen Reaction. Ich sage, es wird wieder unangenehm. Aber wir gucken erstmal. In der Brücke. Wir gucken erstmal. Ein Tinder-Video. Wir sind wieder mal in Aschaffenburg. Nach einem Jahr bin ich wieder hier. Wir haben gerade so ein Tinder hinbekommen. Wenn wir da drin jetzt drehen, wird es komplett eskalieren. Deswegen habe ich gedacht, hole ich die Kandidaten und komme her. Hinter der Kamera haben wir ein bisschen Publikum. Ich würde sagen, wir checken einmal unsere Ladies. Fängt schon mal gut an. Raus. Guckt sie euch mal an. Oh mein Gott. Guck mal, wer hier ist. Frage, macht er auch mit oder ist er auch nur Zuschauer? Jungs, Applaus! Boah, was ein Sunny Boy, Amana Jeff, der. Ich würde sagen, wir fangen direkt hier vorne an. Ladies first, Tinder auf meine Art. So, ich okay, mal let's vor. Go. Also, erstmal, bevor ich gefickt werde, dann romantisch. Oh, shit, was? Bevor ich jetzt hier auseinandergenommen werde, dann romantisch, ne? Ist ja klar. Aber du bist doch gar nicht romantisch. Ja, also ich kann du auch... Du bist doch die mit Wand klatschen und so. Ja, eine Kerze ist okay. Okay, gut. Du weißt ja, was deine Aufgabe ist. Du checkst diesen Typen einmal von oben bis unten ab. Okay, Leute. Wir bewerten auch. Lacoste-T-Shirt, Lacoste-Tasche, normale Jeans, was waren das? Ach, Digga, wie kann man denn Sekunde zurückspulen? Wie ging das? Das nicht? Mal von oben bis unten ab. Leute, ich spiel das hin. Sind das? Weiß nicht, sind das Haifisch-Nikes? Ich kann das nicht erkennen. Ich würde sagen, solides Outfit. Ja, solides Outfit. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja, also ich finde seine Haare cool. Stehst du auf lange Haare? Ja, da kann man den so beim an den Haaren ziehen, weißt du? Mag ich. Was meinst du damit? Kann man schön bei Tapes und so, weißt du? Aber was ich nicht verstehe, ist, du ziehst ihm die Haare? Ja, weil ich habe keine so. Du hast doch Haare. Ja, nur ein bisschen, aber er hat mehr Haare als ich so. Okay, also er ist dein Typ? Ja. Wie muss denn dein Typ so optisch aussehen? Du hast ja viele Abonnenten dazu bekommen. Du bist ja jetzt schon ein bisschen... Machen Leute Fotos mit dir? Behindert viele, ja. Ja? Danke, Montana Black. Ich grüße Marcel, meinen größten Fan. Wer? Marcel. Wer ist Marcel? Der aus Buxtehude. Ah, Montana Black. Ja. Okay, gut. Also du sagst safe date? Ja. Ey, wir haben ein Date. Applaus, komm. Also... Ich wollte es gerade sagen, er hat noch nicht zugestimmt. Wir müssen noch auf die andere Antwort warten. Von ihrer Seite aus, ne? Von ihrer wir Seite. Haben, wir haben von ihrer Seite aus ein Date. Er macht schon so. Stell dich mal vor. Also,
Ja, ich bin Mehmet, ich komme aus Aschaffenburg, nee, Aschaffenburg. Okay, Mehmet. Mehmet, check mal so viel einmal von oben bis unten ab. Jetzt auch noch bodenlos. Warum trägt sie diesen Namen? Warum? Sag mir, würdest du so viel daten? Ja, nein, begründe. Niemals. Warum nicht? Nee, im Leben. Tattoo und so, zu alt und unsympathisch. Hast du das gehört? Das ist gemein. Aber was meintest du? Die Wahrheit. Ja, die ist unsympathisch und zu viel Tattoos und so. Ist doch nett, oder? Was meinst du mit unsympathisch? Ich sagen, hässlich. Ich glaube, du spinnst. Willst du ihn immer noch schön? Nein. Willst du ihn immer noch? Tattoos. Sieht man nicht so viel. Eins, zwei. Wir zählen das mal als ein Tattoo, zwei. Auf dem Rücken irgendwas. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt zu viel ist. Wenn du willst, guck mal, ich hab viel Geld. Ich kann dir ein bisschen den Friseur bezahlen. Nein, niemals. Ich will niemals Date. Der hat bestimmt einen riesen Pferde. Okay, das ist sehr cringe. Wir machen weiter. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Naomi aus Aschaffenburg. Soll ich sagen? Okay, cool. Bist du Single? Ja. Deswegen stehst du ja hier. Ja. Haben wir überhaupt dein Einverständnis? Ja. Auch das von deinen Eltern? Ja. Kia. Check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Hier auch schwarzes Hemd. Digga, Hemd, T-Shirt. Knöpfe im Kragen. Auch Lacoste. Hello, was ist das? Jeans, Jogginghose? Ich glaube, eine Jeans war das. Schwarze Schuhe. Auch solide. Kann man machen. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Muss man aber nicht. Ja, also er ist süß, aber halt zu klein. Aber ist okay. Die nur die Größe? Ja, ja. Ansonsten das. Er sieht recht schön aus. Das Aussehen passt? Ja, ja. Er sieht gut aus. Wie muss dein Typ aussehen? Beschreib mal. Groß. Groß? Also größer als ich auf jeden Fall. Okay, nur das groß. Ja, anständig einfach so. Nicht okay. So dumm rüberkommen einfach. Gut, gut. Ihr habt's gehört. Sehr sympathisch gemacht. Jetzt hören wir uns die Meinung mal von ihm an. Stell dich mal vor. Ich bin Mohammed. Ich komme aus Nähe von Naburg. Du machst jetzt genau dasselbe. Du scannst sie einmal von oben bis unten. Mohammed, würdest du, wie heißt du, Naomi? Ja. Würdest du Naomi daten? Ja, nein, begründe es. Ja, leider nein. Weil ja, leider nein. So, ja. Ja, leider nein. Leider nein? Weil die ist mir zu groß und so. Giraffe, eine weiß ich nicht. Was meinst du? Bisschen zu groß. Ich stehe nicht auf solche, sag ich dir ehrlich. Was heißt auf solche? Also, sie ist süß, aber nicht mein Typ, ich weiß nicht. Und, die andere? Die andere kann man machen ein bisschen, ja. Ja. Beschreib mal deine Frau, wie muss sie aussehen? So Latina, ich stehe so auf Latina, so schwarze Haare, weiße Haut, blaue Augen. Okay. Bisschen kleiner als ich. Aber sie ist doch Latina. Nicht so schwarz, Bruder. Ich lasse das nicht gemein, weil ich bin selber schwarz, aber ja. Geh mal hier rüber, hi. Hallo. Stell dich mal vor. Ja, ich bin Laura, ich komme aus Nähe Aschaffenburg. Okay, Aschaffenburg. Check mal ihn von oben bis unten ab. Okay, was ist das, Supreme? Perfekt gestoppt. So, ist es ein Date, ja oder nein? Ja. Also, der sieht zwar gut aus, aber nein. Warum nicht? Ja, weil es ist halt nicht so mein Typ. Was gefällt dir denn nicht? Ja, schon so, eigentlich so eher deutsch, bisschen größer. Helle Haare, auf jeden Fall. Okay. Sehr sympathisch. Bis jetzt ist alles okay. Stell dich mal vor. Jetzt. Ich bin Lovan. Woher kommst du? Aus Aschaffenburg. Aus Aschaffenburg. Check sie mal ab, von oben bis mal aus Aschaffenburg. Really was sagst du, ist es ein Date? Nein, das ist nicht mein Typ. Ich stehe auf blonde ein bisschen. Ah, und Gucci-Caps haben wir natürlich vergessen. Was passt dir denn nicht? Also, die ist eigentlich so süß, aber ja. Das passt mir nicht. Bisschen besser gekleidet mit Jeans und so, nicht mit Leggings raus und so. Kann ich verstehen. Kannst du verstehen? Boah, ey, wie nett die hier sind. Ich hab selbst jetzt Kulturschock. Wir haben 5 Minuten, wir haben schon das Tinder durch. Ich glaube, wir müssen den Street-Video jetzt mal mitnehmen. Hast du hier in der Reihe so überhaupt einen Typen, wo du sagst, boah, mit dem Finger zeige ich auf ihn, der ist mein Typ? Nein. Guck mal, er zeigt auf sich selbst. Nein. Nein, also, nein, das ist unangenehm, wenn ich das hier zeige. Wer? Jonas! Er? Ja! Aber sonst so, also wir kennen ihn schon so von längerem her, aber sonst. Er ist süß, aber er wird jetzt den Krieg was anfangen oder so. Was hast du gesagt? Der hat sich einen Jungfern vom Pinsel.
Was? Da geht's vom was Pinsel. Pinsel. Er ist süß, aber er wird jetzt den Kriegers anfangen oder so. Was hast du gesagt? Der hat sich an Jungfern vom Pinsel. Da geht's doch los. Was soll ich sagen? Dann ist es so. Hab ich auch. Soll ich jetzt heulen? Stimmst du zu? Ja, es war, wie heißt es, Drohung und so alles. Von wem denn? So ein Typ. Lange Geschichte. Ist auch 3-4 Jahre oder so schon her. Ich weiß nicht, warum ihr kommt mit Sachen, die schon 4 Jahre her sind. So. Schon komisch oder so. Ey, ist es 4 Jahre her? Du kommst mit der Scheiße. So Rapunzel, lass mal runter. Oh. Damit zu tun, aber du kennst ihn nicht? Ich kenn ihn nicht, nein. Guck mal, die macht auch immer so Stress. Immer unter meinen TikToks, ne? Die kommentiert so komische Sachen und so, ne? Okay. Aber hier genau vor uns, all kleine Eier hier, so redet voll nett, weißt du, was ich meine? Warte mal, was? Wegen I? Kann ich auch ins Gesicht sagen. Was, wegen dem I? Ja, weil ich bei seinem Kommentar I geschrieben habe wegen meiner Freundin, weil die ihr Ex ist und so, und die haben Stress gehabt. Und dann meinte ich so I bei seinem Kommentar und habe sie markiert. Guck mal, ich bin dir ehrlich so. Was für I, Bruder? Würdest du dich von ihm ansprechen lassen? Nein. Wenn er dich ansprechen würde? Nein, das ist würdest du, was meinst du? Das ist so, bist du Latino? Was bist du denn für ein Landsmann? Ich bin Portugiese und Venezolaner. Okay, Frage andersrum. Okay. Würdest du sie ansprechen, wenn du sie siehst? Nein. Warum nicht? Sie ist nicht mein Typ. Aber das ist okay, weil ich will keinen Stress. Okay. Das ist normal, wir kennen uns schon. Deswegen. Ich stehe mehr auf Weiße. Wer, was? Die. Ja. Ja? Ja. Du bist hier so der Sunny, gell? Was mit Sophie? Nein, ich war mal auf ihrer Schule. Okay. Meine Geschwister kennen die auch und so. Meine Lehrerin war mit der mal. Ist süß, aber ich weiß nicht. Weißt du, was wir jetzt machen? Ihr kennt euch ja von der Schule. Weißt du über sie? Also ich weiß nur so, meine Lehrerin hat mir schlimme Sachen auf jeden Fall erzählt, dass sie irgendwie besoffen mal in die Schule kam oder so. Oder keine Ahnung, dass sie halt auf jeden Fall so Scheiße und so gebaut hat. Irgendwie auch noch so gekifft und so Scheiße halt einfach. Ja, das ist, so bin ich halt. Guck, so. Ja. Ich bin eine Dirty Mouse. Die ist halt offene Leben, ne? So, weißt du, ich meine. Ja. Stehst du auf sowas nicht? Nee, auf sowas stehe ich nicht. Hast du sie mal angeschrieben? Ich habe ein Video von der. Was für ein Video? Das kann ich, glaube ich, nicht sagen, aber auf jeden Fall. Ja, ich komme ja auf jeden Fall nicht auf dich herum. Also eigentlich gar nicht. Warum hast du dann ihr Video? Ich hab's geschickt bekommen. Ich schlaf gleich ein bei diesem Video. Voll traurig, dass sie nicht so horny Boys sind. Oh mein Gott, ja. Ist das langweilig. Ja. Gut, da das Tinder-Video so anständig gelaufen ist, so wie ich es liebe, ja, so muss es auch sein, habe ich gedacht, habe ich mir hier Sophie und Selina geschnappt. Ich habe mit den beiden mal ein Video, was leider, keine Ahnung, auch abgebrannt ist. Haben die beiden ein Hühnchen zu rupfen, stimmt's? Die OF-Models streiten sich jetzt. Ja. Okay, gut. Wie damals Queen Drama gegen Supazung Bunsung. Bitte schön, du darfst. Also, wenigstens manchmal Manager im Knast. Ja. Moment. Ihr macht jetzt das Spiel wenigstens. Wenigstens habe ich nicht auf der Clubtoilette Loch gegeben und war danach schwanger. Boah, scheiße, Mann, das hat wehgetan. Zu meiner Verteidigung, ich habe die Schwangerschaft gefaked. Und da war sie mitbeteiligt. Aber das andere hat gestimmt? Ja. Okay, du darfst. Richtig stolz. Ja. Du darfst? Wenigstens habe ich nicht meine Freundin angezeigt, ohne Grund. Wegen einer, mit der du nicht mehr befreundet bist. Was war die der Anzeigegrund? Vieh. Ach du Scheiße. Ja, zu meiner Verteidigung, ich habe es damals nur getan, weil dieses Mädchen auch geleakt worden ist, was ich nicht so toll fand. Aber ja, wie gesagt, wenigstens hat mein Ex-Freund nicht mal nochmal seine Freundin geschwängert und da ist danach zu ihr wieder zurückgegangen. Digga, was gehen hier ab, Alter? Was? Einspruch! Warte kurz. Ich bin sprachlos, warte kurz. Oh, wenigstens war ich nicht in einem Auto, hatte einen Drang. Oh mein Shit! Oh, und hab die Freundin vom Auto bei minus 10 Grad warten lassen. Oh, der war hart. Ja, der war wirklich hart, ja. Aber warte, das war doch gar kein. Hat doch nur mit viel was gehabt. Fast war's. Aber nur fast. Und wenigstens habe ich nicht danach so gemacht. Wegen was? Warte mal, was? Du bist so rausgekommen, so. Was heißt das? So kleine Pink. Ja, er war schon klein, ja. Ja. Aber was soll man machen, ne? Sie hat 2 draufgelegt. Ja, aber ich weiß nicht, was ich nur sagen soll. BMW? Okay, warte kurz. Ey, ich hab mal eine Frage. Wenigstens ist mein Ex-Freund, mein anderer, nicht in Thailand fremdgegangen mit einer fucking Tranny. Stimmt das?
Was lernst du für Typen kennen? Wenigstens habe ich nicht meine Freundin, die am selben Tag Geburtstag hat, zu Hause warten lassen und bin dann nach Frankfurt gefahren und bin dann am Ende mit in der Klapse gelandet. Wer und wollte dann noch. Hä? Wer ist in der Klapse gelandet? Sie! Und sie wollte dann sie noch abholen. Hab schon mal alleine gelassen. Zu meiner Verteidigung, ich war mit zwei Wegs, die mich dann alleine gelassen haben und ich mich da vorne mit einem Typen gefetzt habe und ihm eine scheiß Dose in den Kopf geworfen habe. Du hast dich mit einem Typen gefetzt? Ja, weil der mich hat und danach habe ich ihn erstmal eine 360 über den Kopf geschüttet und habe ihn dann nochmal eine Schelle gedrückt. Was hat er gemacht zu seiner Verteidigung? Gar nichts, er war so groß wie ich, also habe ich dafür keinen Respekt, wenn er so groß ist wie ich. Was willst du denn jetzt damit sagen? Nein, der war so groß wie ich. Wurde ich nicht von einem TikToker verarscht und bin für ihn nach Köln gefahren und er kam nicht. Ja, stimmt auch wieder, ja. Aber, ja, was soll ich sagen, er hat danach eine andere gehabt, die hieß dann auch Selina und sah so aus wie ich, nur in Fett. Okay, kennt man diesen TikToker? Leider nicht, ich glaube, der ist nicht so groß. Warum bist du BMW verrückt? Ich habe gehört, die haben riesige... War es ein Auto? Ja, nein, die Männer, die da drin sitzen. Nochmal bitte, ich habe es nicht verstanden. Also ich habe gehört irgendwo mal, dass sie große Pipi-Männer haben. Wer? Habe ich gehört von mir selber. Aber wer hat das, was du meinst? BMW-Fahrer. BMW-Fahrer? Ja. Oder was fährst du für ein Auto? BMW? Er fährt mich im Fahrrad. Und du? Hä? Auf was für Auto stehst du? Auch BMW. Auch BMW? Ja. Die haben auch richtig gute, bequeme... Leute, holt euch ein AMG. Kein BMW. Bequeme Rückbank und gute Motorhauben. Also da würde ich euch empfehlen, dieses Auto zu kaufen für eure Chaya. Ja. Also wenn... Nein. Holt euch kein BMW. Holt euch ein Mercedes AMG. Wenn du einen BMW hast, dann bist du garantiert am nächsten Tag bei der Chaya Motel. Und du? Ja. Warum BMW? Weil die gut aussehen, die Autos. Mercedes ist halt, keine Ahnung, komisch. Was sagt dein... Was? Was? Wie Mercedes ist komisch. Was sagt deine Mama dazu, dass du so krass drauf bist? Meine Mutter liked meine Reels. Also sie supportet mich. Jetzt habt ihr alle eure Antwort bekommen. Das 7-7 Mädchen hat gerade gesagt, meine Mutter liked meine Reels. Ja. Was ist ihr Job? Die Arme, die kann ich nicht so fronten. Was hat dich inspiriert? Du darfst ruhig herkommen. Komm. Mama. Was hat dich dazu inspiriert, so zu werden, wie du bist? Ehrlich gesagt, das ist eine lange Geschichte. Einer wollte meine Bilder leaken. Da war ich, keine Ahnung, 14 oder so. Die Türkei hat gewonnen. Genau. Auf jeden Fall, dann habe ich einfach vor dem geleakt, damit ich nicht geleakt werde. Und dann habe ich gesehen, damit kann man Geld verdienen. Und ich war bis die Armut und so. Und da war das ganz gut. Du hast dafür Geld bekommen? Nee, aber danach halt habe ich so langsam angefangen, weil ich gesehen habe, die finden es geil und so, deswegen. Machst du auch das, was sie macht? Ich habe es mal gemacht, ja, aber ich bin kurz davor zu überlegen, ob ich wieder anfangen sollte, weil es war halt schon gutes Geld, was man da bekommt, ne? Und wie gesagt, die stehen alle auf meine Melonen, von daher passt das. Ich habe Mini-Melonen. Ich finde auch, Türkei. Ich muss jetzt mal das Biest rausholen. Nein, nicht mal mein Auto, meine ich. Was? Darf ich den Kameramann fronten? Den fronten? Ja. Ja, mach mal fronten mal. Der hat mir auf Dings geschrieben, auf Instagram. Danach hat er gesagt, ja, ich bin nicht so einer und so. Oh, übernimm die Kamera. Übernimm die Kamera. Er ist nicht der Normalste. Das ist Lüge. Auf jeden Fall. Warte, komm mal her, du. Komm her. Auf jeden Fall dachte ich mir, ah, ist ja ein ganz netter Typ, ne? Oh weil mein Gott, mein Cameraman wurde gerade exposed. Auf jeden Fall meinte er, ja, Mädchen hat ihm das Herz gewonnen und so. Danach erfahre ich, der hat mit dieser Pia auch aus Tinder geschrieben und hat dasselbe gesagt. Und danach ich so, ja, findest du das cool? Also, ja. Ah, Moment, ich erinnere mich dran. Sophie hat mir geschrieben, ey, ich finde Luan gut. Irgend sowas. Aber er schreibt auch mit meiner Freundin, was ein... Ja, genau, stimmt, so war das. Zwei Fliegen in einer Klatsche. Das ist ja ganz frech, ich sag's dir. Was sagst du dazu? Ja, ist so. Du hast Sophie angeschrieben. Ja. Was war die Intention dahinter? Also sie hat meine Bilder geliked und Reels geliked, dann habe ich zurückgefolgt. Ja. Leute, bin gleich wieder da.
Weiter geht's. Als erstes gefolgt. Das ich hab als erstes gefolgt. Hier. Du hast geliked, ich hab gefolgt. Fertig. Und nach dem letzten Tinder-Video, letztes Mal, hast du mir wieder gefolgt. Ja. Und dann habe ich dich ignoriert. Warum hast du ihr gefolgt? Was war die Intention dahinter? Sag's ruhig. Nein. Warum? Ich hatte das nicht vor. Why the fuck you lying? Was glaubst du, was er vorhatte? Erwischt. Ich glaube, ihm brennt der Helm. Wäre so Luan dein Typ? Guck mal, wir sind jetzt bei Tinder mit meinem Kameramann. Keine Ahnung. Ich hab nicht so bestimmt einen Typ eigentlich. Hast du nicht? Nö. Selina, auf was stehst du nochmal? Sag mal, dein Typ, wie muss er aussehen? Ich stehe seit neuestem auf Ältere und stehe auf Kennex. Kennex? Ja, auf Kennex. Okay, sag mal, optisch. Optisch, oh, keine Ahnung. Seit neuestem stehe ich auch auf Latinos, aber ja, auf Mexikaner und so. Mhm. Ja, aber ich habe noch nicht meinen Traum-Mexikaner gefunden. Meldet euch bei Call Me. Call Me. Ihr könnt auch in meine Telegram-Gruppe reingehen, da pause ich dir mal, also nur, ne? Okay, wie findet man euch denn? Sophia Osch mit einem H und 37er, ist ja klar. Und dann der Link in meiner Bio, das ist ein riesiger, kostenloser Telegram-Kanal. Mich findet man nur auf TikTok, weil ich zurzeit keine Social-Media-Sachen habe. Ja. Bei mir findet man. Sie hat gerade peinlich gesagt beim Vorbeilaufen. Sei leise. Ah, du kennst sie? Ich kenne deine Mom. Ihr kennt sie? Ja, ich kenne sie. Weil sie hat euch gerade richtig gefrontet beim Vorbeilaufen, hat sie so gemacht. Peinlich. Habt ihr eigentlich so Schläger, Girls? Ich hab mal mich mit einem Mädchen gehauen. Und dann den Jungen, der gelacht hat, dann auch. Aber das mach ich nicht mehr. Ich hab mal ein Sparringsvideo von dir gesehen. Oh. Aber wollen wir mal so ein Boxvideo machen? Ich hab Angst. Wo du gegen jemanden kämpfst? Ich hab Angst. Meine Nase ist schön, die ist von Natur. Ich brauch die noch. Ehrlich. Ich schlage mich nicht gerne. Also wenn, dann rede ich ganz normal mit dieser Person. Wenn sie es nicht klären möchte, dann hat sie Pech. Oh mein Gott. Und ja. Ich hab mir mal eine Schelle gedrückt. Ich bin einfach weitergelaufen. Es hat mich mal wehgetan. Sorry, Bro. Oh, sie hat dir eine Schelle gedrückt? Ja. Sie hat mich genannt. Ich hab gar nichts gesagt. Ich bin einfach nur gelaufen. Ja. Ich hab sie gar nicht beleidigt. Ich bin auch nur sie schauen. Beleidigt. Wie wurde damals gesagt, dass mit mir? Ja. Ist das für eine Tinder-Folge? Warum? Ich wollte Straßentinder sehen, ich wollte sehen, wie die sich fetzen, ich wollte Blut, nein, Spaß, ich wollte... Keine Ahnung. Ich bin einfach gelaufen. Aber trotzdem, deine alte Ex hat mich trotzdem nicht gejuckt, ja. Als sie geheult hat. Eine Freundin von mir ist abgeschmiert und wollte die halt nach zum Bahnhof bringen und dann... Okay, also, wenn ihr die Girls hier supporten wollt, wie gesagt... Ich habe ein Gewinnspiel und ich bin Sophia Osch 7777. Was ist das nochmal? Mein Bodycount. Ich bin Selina, aber man findet mich nirgendwo aus TikTok. Oh. Wir geben dir jetzt einen neuen Namen. Machst du jetzt Instagram mit dem Namen? Während das Video online ist, hast du dann diesen Namen. Selina Melon. Selina Melon, ja. Total. Oder? Ja, du machst noch so eine Wassermelone als Smiley. Ja. Selina Melon, ja, komm. Okay. Ich habe Mini-Melon. Nein, danke für die Info. Leute, das war's mit der Reaction. Es war leider nicht so asozial, wie wir uns das vorgestellt haben. Hat euch trotzdem gefallen, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wenn ihr mehr Reaction sehen, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Livestream-Shot oder Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!